groß. Warum sind Zahlungsverfahren so ein wichtiges Thema? Ja, also in erster Linie ist es natürlich wichtig, quasi von dem ersten Besuch im Shop bis zur Warenauslieferung einen reibungslosen Ablauf dem Kunden zu bieten. Und dazu gehören natürlich auch das Anbieten der präferierten Zahlungsmethode. Es muss halt alles aufeinander abgestimmt sein. Und wenn ich letztendlich dann in den Shop komme, will meine Ware bezahlen und finde dort nicht mein präferiertes Zahlungsverfahren vor, dann führt das natürlich dazu, dass ich eventuell den Kauf abbreche, was dann beim Online-Händler natürlich wieder dazu führt, dass die Konversionsrate sinkt, dass die Kundenbindung sinkt und dass ich mir als Kunde natürlich auch ein zweites Mal überlege, ob ich dann da wieder einkaufen will. Und was wir jetzt gemacht haben in unserer Studie Aktuelle Zahlungsverfahren aus Sicht der Händler, zeigt halt wieder diese Studienreihe, führen wir seit 2001 durch, und die aktuellen Ergebnisse zeigen halt auch wieder, spiegeln den Markt wieder, welche Zahlungsverfahren die Händler anbieten, was aus Händlersicht wichtige Zahlungsverfahren sind. Und da hat sich jetzt wieder gezeigt, dass so die herkömmlichen Zahlungsverfahren, wie eben die Rechnung, die Vorkasse, die Lastschrift, die Kreditkarte als elektronische Zahlungsverfahren, jetzt auch immer noch dominieren, also die immer noch an erster Stelle fast stehen. Ganz klar dominiert natürlich die Vorkasse als sehr händlerfreundliches Zahlungsverfahren. Das ist natürlich dem Kunden dann vielleicht nicht so recht, aber wird halt von über 90% der Händler noch angeboten. Die elektronischen Zahlungsverfahren, wie jetzt die Kreditkarte, legen auch immer mehr zu. Das wird jetzt schon von über 50% angeboten. Aber insbesondere die speziell Internet-Zahlungsverfahren, die kommen halt wirklich immer mehr und nehmen den klassischen Zahlungsverfahren halt immer mehr Marktanteile weg. So dass wir jetzt auch sehen, dass PayPal hinter der Vorkasse schon das zweithäufigst angebotene Zahlungsverfahren ist, was natürlich im Vergleich zu den Vorgängerstudien von 2009 und 2007 wirklich ein wesentliches Ergebnis ist. Und wie viele Zahlungsverfahren bieten Händler momentan an? Ja, also wir haben in unserer jetzigen Studie festgestellt, dass die meisten Händler zwischen 5 und 6 Zahlungsverfahren anbieten, was ja wirklich schon eine beträchtliche Zahl ist. Das waren halt in den letzten Jahren, also in der Vorgängerstudie waren es zwischen 4 und 5. Davor waren es knapp 3. Also man sieht halt wirklich, eine Konsolidierung ist noch nicht absehbar. Es werden immer mehr Zahlungsverfahren auch von den Händlern angeboten, was dem natürlich auch Rechnung tragen will, dass sie eben dann die Kunden auch zufriedenstellen wollen und die Zahlungsverfahren anbieten wollen, die für die Kunden halt eben interessant sind. Da sieht man halt, was auch interessant ist, noch ein Unterschied natürlich zwischen B2C und B2B-Anbietern. Die Unternehmen oder die Händler, die dann beide Segmente, also sowohl Geschäftskunden als auch Endkunden bedienen, bieten natürlich mehr Zahlungsverfahren an, weil sie auch verschiedene Geschäfts- und Kundengruppen haben. Die reinen B2B-Anbieter bieten natürlich weniger Zahlungsverfahren an, also im Schnitt 3 maximal, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass es größere Umsätze gibt, dass sie halt spezielle Kunden haben, mit denen sie langjährige Geschäftsbeziehungen haben, und dass es auch Kunden sind, zudem im B2B-Bereich dann klassische Zahlungsverfahren auch noch dominieren, wie Rechnungen und Vorkasse etc., dass diese neuen Internetzahlungsverfahren dort noch gar nicht so integriert sind, wie das jetzt im Endkonsumentenmarkt der Fall ist.